Ach, schade, schade, dass es nicht funktioniert hat. Abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. In hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundanz meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Tut mir leid, Admiral, ehrlich. Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Illusionstiefen. Ja, der heult jetzt ein bisschen hier rum. Ich glaube, da hinten haben wir schon was zum Zertrümmern. Wir können es schon sogar zerschneiden, also nett. Und wir befinden uns jetzt unter Wasser. Alles andere war nur Vorgeplänkel. Ach je. Mal schauen, wie weit wir jetzt noch bis zum nächsten Speicherpunkt brauchen. Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Ja, jetzt aus Versehen wieder den Hasen gedrückt, weil ich dauernd auf Q komme statt auf W. Das neue Kostüm ist ja auch sehr hübsch. Mal angucken hier. Also... sehr schön mit den Sirenen hier, die Schuppen, nicht so nah dran gehen. Und sie hat ja auch hinten hier den Schwanz hängen. Vom Anglerfisch, nicht wahr? Anglerfische waren das. Und ihre, das Einzige, was mich ein bisschen nervt, waren ihre Haare jetzt die ganze Zeit damals. Aber das ist natürlich logisch, dass die Haare die ganze Zeit jetzt hier im Wasser rumschweben. So, genug geguckt. Und sie ist jetzt barfuß. Das ist, glaube ich, das einzigste Kapitel, in dem sie barfuß rumläuft. Aber wir sind eben im Wasser. Und man kann sich nicht aussuchen. Ist aber eins von den hübschen Kostümen. Also ich finde es sehr geil. Wäre auch mal so ein Cosplay... aber schwer zu tun. Ja, da ist das Schiff, das ist jetzt kaputt. Ich glaube, das Kapitel ist schon ein bisschen makaber. Mehr als das andere. Natürlich, kein Kapitel übertrifft das fünfte. Das ist extrem. Da unten müssen wir hin. In die Stadt. Vorher, ich glaube, da hier nerven am meisten die Quallen. Also es gibt ja immer so ein paar nervige Dinge in den Kapiteln. Hier war es... hier gibt es auch wieder so Gegner, die kann man einfach nur vergessen. Die Gegner werden ja auch immer größer. Wobei, die... echt nervigen kommen, glaube ich, erst... hier, ja, das schwenkt nochmal zur Stadt. Wann kamen die? Ich weiß es nicht.
Wann kamen die nervigen Gegner? Ich glaube, im dritten Kapitel könnte das sein, wenn wir zur Raupe unterwegs sind. Muss jetzt aber nicht. Hier war auch so eine Stelle, wo man nie weiß, wohin zuerst. Und in your face. So. Aber wir haben ja bald unsere 500 Zähne zusammen. Oh, Alice, nicht Selbstmord beginnen. Ich höre eine Schnauze. Okay. Ah ja, die Muscheln waren auch nett. Die hängt da unten, sehe ich gerade. Okay. Aber erst will ich gucken, was hier ist. Ah, schön. Ab jetzt gibt es ja die ganzen Radularräume für die Rosen so. Und da ist wieder ein Schlüsselloch. Schwupp. Für eine goldene Flasche. Ist hier sonst noch etwas? Außer schade ist eigentlich, dass die hier diese Sachen ins Nichts gemacht haben, wie man hier unten sieht. Da hätte man vielleicht Meeresboden machen sollen. Hätte ich jetzt ästhetischer gefunden, statt es einfach so offen zu lassen. Wobei es halt auch wieder signalisiert, dass Alice Welt ein Loch ohne Boden ist quasi. Ihr wisst schon, was ich meine, somit das unendliche Wunderland. Na, man kann es legen, wie man will. Es gibt schon interessante Optionen. Da, genau, da war die Flasche. Da hätte man es auch gesehen. Von da unten kriegt man, was ist da hinten gewesen? Da komme ich nicht mehr hin, wenn ich... ja. Und natürlich voll an den Zähnen vorbei. Was warst denn du? Weil die waren ganz doof. Ja, ich glaube, deswegen waren sie doof. Ja. Die töten dich nämlich. Und ich weiß nicht mehr, ob du sie töten konntest. Die Frage ist, kommen wir jetzt da hinten hin? Oder müssen wir jetzt den Weg hier nehmen? Ich befürchte, wir kommen da hinten nicht hoch. Wir nehmen mal jetzt diesen Weg. Schwupp. Da müssten wir... Oh, da kommen wir hoch. Ja, da kommen wir nicht hoch. Ah, Mist. Wo sind wir jetzt? Aber wir sind hier. Das heißt, entweder wir nehmen jetzt... Wir gehen mal da rum und gucken. Da hinten gibt es auch Quallen. Also irgendwie kommt man von allen Seiten dahin. Was jetzt noch angenehm ist. Landen wir mal bitte hier. Ich schätze, das geht so. Ja. Wie auch sonst. Und auf der Qualle stehen bleiben, bitte. Wie komme ich denn da hin? Die Quallen dürfen wir nicht berühren. Die machen uns nämlich böse. Aua. Ja, wenn man sich nicht ganz so dumm anstellt, funktioniert alles. Aber wir haben auch schon wieder 500 Zähne. Das heißt, wir könnten jetzt unser Steckenpferd gleich updaten. Ja, aber... Gut, dann machen wir mal das Update, bevor es dann zum nächsten Speicherpunkt geht. Und jetzt kriegen wir ein schönes rotes. Zurück. Ach ja.
sehr schön. Ja, nur noch richtig drücken. Aber wie gesagt, die Maus, die sehe ich leider nicht. Und normalerweise... Ach, da ist schon unsere zweite Tür. Normalerweise spielt man das ja im Vollbildmodus und ich habe ja in den Engines rumgespielt, damit man es fenstern kann. Ja, dann gehen wir mal durch die zweite Tür, ne? Was machen wir in dem Part jetzt noch? Wird zwar jetzt wieder so eine 30 Minuten Länge haben, wenn nicht noch länger. Aber warum nicht? Dann sind wir mal gespannt. In der Nacht des Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheit, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit Dinah nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich? Ja, das ist natürlich die Frage. Ja. Aber hier gibt es ganz böse Gegner, glaube ich. Hier ist irgendwo ein Schalter, okay. Dann kriegen wir noch eine Erinnerung. Deswegen erstmal hier suchen. Kann ja leider nicht zurückgehen. Ja, dann schauen wir mal sofort nach. Da unten ist auch irgendwas, wo der Schalter sein könnte. War das jetzt zu weit? Da höre ich schon den nervigsten... Oh ja, den nervigsten Gegner im Spiel. Für mich persönlich nervtötend. Aber ich mag die ganzen Gegner insgesamt irgendwie nicht. So diese kleinen schwarzen sind okay. Der Rest ist einfach nur scheußlich. Wie war denn das? Oh Gott. Wenn man den anvisieren könnte. Ach, genau. Ich muss den doch zurückschleudern, oder? Ja, keine Ahnung jetzt. Ja, irgendwie kriege ich ihn nicht. Nee, zurückschleudern ist nicht. Genau so war das. Wo ist er denn jetzt? Wie schön das Blut hier spritzt. Nicht so früh. Und schon weg, ja. Wenn man so halbwegs Intus hat, dann sind die gar nicht so schlimm, aber damals das erste Mal war es für mich Horror, weil ich keine Ahnung hatte, wie man die bekämpft. Und man sieht's ja, ich habe jetzt tutorialmäßig überhaupt nichts gesagt bekommen. Darüber wollte ich. Hier ist ja noch irgendwo die eine Erinnerung. Die Frage ist, wo und wie man darüber kommt. Weil so kann man da nicht drüber. Ich weiß nicht, ob hier was... Ah, okay. Schrumpfsinn ist natürlich logisch. Wenn man gar nichts mehr sieht. An der Qualle vorbei. Ja, ich fand die Gegner damals schrecklich nervig. Weil du wusstest nicht, wie du sie besiegst. Und das war, glaube ich, auch sowas, wo ich dann wirklich nochmal nachgeschaut habe, wie man das macht. Ja. Freut mich, dass du meine Meereswesen machst. Ah, schön.
Ein Fotograf imitiert die Dinge. Ein großer Maler fängt echte Ähnlichkeit ein. Dem Amateur hilft die Kamera dabei. Ja, er hat ja gerne fotografiert. Und deswegen stinkt die Bibliothek nach verfaultem Obst. Und überhaupt muss in dieser Bibliothek so viel Zeug rumgelegen haben. Ich glaube ja, Alice' Vater war, wie nennt man's? Na, lass mich lügen. Ein Professor an einer Universität in Oxford. Und ich glaube, die Tochter hat auch, also die ältere Tochter hat auch studiert. An eben dieser Universität. Ja, und Alice war eben das Nesthäkchen. Da hinten sehe ich, da ist ein Schlüsselloch. Eigentlich müsste ich schon längst aufhören, weil der Part zu lang ist. Aber ab hier wird gespeichert, das ist nett. Schwupp. Aber wir schauen uns jetzt noch schnell an, was dort versteckt ist. Ach, wir sind schon in der Stadt hier. Dann gucken wir gleich mal, was hier noch ist und gehen nochmal den Weg zurück. Eine Flasche, gut. Sonst nichts. Ah, das geht heute ziemlich schnell. Na, wenn man längere Parts macht, ist es wahrscheinlich auch besser hier. Ah, ich höre schon wieder Gegner. Aber ich will nur mal da hinten gucken. Hier gab es ja noch was. So, von da sind wir jetzt gekommen und da hinten ist noch was. Eine Schnauze. Oh, das dreht sich. Das ist ja interessant. Oh je. Ah, das klappt. Dahinter müssen wir? Nee. Da müssen wir hin. Okay, Qualle ist dahinter. Und Bioshock muss ich auch mal demnächst wieder aufnehmen. Da habe ich auch schon einige Episoden im Kasten. Ja. Ich finde, Alice ist sowas, was ich halt schon immer machen wollte. Ist auch momentan interessanter, mal wieder das zu spielen. Für mich persönlich halt. Da will die Maus nicht mehr mitspielen. Und die meisten Leute wollten, glaube ich, jetzt auch Alice sehen. Und ja, Blaze Blue weiß nicht, wie das sein wird, der Stand, wenn ich es hochlade. Also diesen Part hier, in dem ich jetzt darüber rede, ist halt jetzt erstmal so ein Zwischendurchprojekt. Weil das schon ziemlich langatmig wird. Ja. Blaze Blue ist ein Horror. Wenn man wirklich jeden Charakter durchspielen will. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass ich gar nichts mehr mache. Das wird halt einfach... Ups. Je nachdem, wie ich Lust drauf habe, hochgeladen. Aber ich bin mir sicher, dass ich jetzt hier Alice wohl schneller hochladen werde. Als das hat eben eine schöne Story. Und
Man kann schön rumblödeln. Ja, Fassboden. Hier sieht's auch so schön aus. Was liegt unter dieser Patina des Anstands? Wo ist die Katze? Etwas Sündiges, jede Wette. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Ja, dann schauen wir nochmal schnell da rein. Ja, das ist so das Übliche. Ich höre schon wieder diese Schnauzen hier. Das ist der Zimmermann. So viel weiß ich noch. Und ich möchte wissen, wo diese Schnauze ist. Da oben. Jetzt fängt das mit den Versteckspielen an. Ah, schön. Ja, also... Der Part ist extrem lang. Ich werde doch demnächst den nächsten Speicherpunkt suchen müssen. Und dann wirklich mal aufhören. Ach, am besten hier. Vor diesem Rodularraum. Bis zum nächsten Part.